Vielleicht hast du schon die neueste Spiegel-Doku über Waffenkontrollen an deutschen Bahnhöfen gesehen und mal abgesehen davon, dass sie auch durchaus sehr unterhaltsam ist, sind da Elemente dabei, die aus der körpersprachlichen Ebene sehr spannend sind, weil die Polizei natürlich Kommunikation in Stresssituationen beherrschen muss. Schauen wir uns mal an, was du daraus lernen kannst. Äxte, Eispickel, Schraubendreher, Meißel, Brecheisen, Schlagringe. Was das Partyvolk ebenso dabei hat. Das Ganze. Ja, was das Partyvolk ebenso dabei hat, ja, also ich wollte gerade mit meinem Eispickel eine kleine Gebirgswanderung in deinem Gesicht machen. Alright, da wird schon mal klar der Frame Gilt gesetzt. ab 18 Uhr für 9 Stunden. Der Bahnhof Ostkreuz ist einer von drei. Also relativ klar, aber irgendwie eine Person wird abgeführt und eins, zwei, drei, vier Polizistinnen und Polizisten sind drumherum. Es nutzen tatsächlich körpersprachlich auch Politikerinnen und Politiker oder Vorstände, wenn sie dann in der ganzen Mannschaft, der ganzen Gruppe ankommen. Also wenn du Sicherheit vermitteln willst und auch eine geschlossene Gruppe darstellen möchtest, dann komm auch immer in eine Überzahl von Menschen. Schwerpunkten. Die Zielgruppe, männlich zwischen 15 und 50. Siehst du, wie der Blick von den beiden oder von der ganzen Gruppe gelenkt wird, einmal durch die Körpersprache von ihm hier, Moment. Einer von drei Schwerpunkten. Die Zielgruppe, männlich zwischen 15 und 35. Wir wollen einmal. Und dadurch lenken sie so. Also zum einen wirklich einkesseln, ja, und dann durch zeigen, ja, auch den Blickkontakt zu lenken. Also dadurch kannst du die Aufmerksamkeit auch einer Gruppe dirigieren, indem du in gewisser Weise hinzeigst und selbst hinschaust, sie begleitest. Also geh zuerst, um eine Gruppe zu führen. Also muss ich erst selbst führen, um andere führen zu können. Feststellen, das bedeutet irgendwo, wo euer Nachname, Vorname und euer Geburtsdatum draufsteht. Da jetzt, ich sag mal, relativ normal denkt man ja, wie er mit denen redet, aber das machen wir oft in Stresssituationen nicht. Was macht er? Blickkontakt, wenig Mimik, klare bestimmte Körpersprache, wir brauchen was, das ABC hat. Ja? Das kannst du tatsächlich auch nutzen, wenn du eine klare Ansage machen möchtest, um dann nicht unsicher zu wirken. Wichtig ist natürlich, du musst auch innerlich selbstsicher sein, da bringt dir nicht nur die äußere Kommunikation. Oben auf einem der Bahnsteige versucht ein Hertha Hull, die Machtfrage zu stellen. Der Ton ist entsprechend. Hey, 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 du fässt mal einen Schritt mich. Nein, zurück. du fässt Mach mal mich einen nicht. Schritt zurück Nein, du jetzt. fässt mich nicht Mach an. einen Schritt zurück. Fässt du mich an? Hören Sie mal zu, wir Du sind hast hier mich in der schon. Kontrolle. Mach einen Interessieren Schritt mich. zurück. Na, ja. Moment. Also die eine Sache, die du hier siehst, ist natürlich auch wieder mehrere Leute. Er geht auch sehr nah an ihn ran. Das eskaliert die Situation tatsächlich eher, aber da musst du auch bereit sein, in Situationen, wo du einen klaren Standpunkt machen willst, auch in die Eskalation gehen zu können. Aber er geht jetzt nicht aggressiv und mit wütender, grimmiger Mimik und ein Schubsen auf ihn zu, sondern bleibt mimisch sehr entspannt. Auch körpersprachlich geht er nicht nach vorne, was eher Angriff wäre, sondern bleibt durchaus ganz locker stehen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Moment. Ja, ich pack weg. Ja, packen Sie weg. Ich werde nicht angefasst. Du, vor allem du nicht. Nee, nee, du, auch du. Gehen Sie mal zurück jetzt. Eine Maßnahme. Fäst mich nicht Entspannt an. euch. Was? Entfernen. Auch hier, schau dir das mal ganz genau an. Die meisten Leute, die stumpfen würden, würden das hier nicht machen. Sie würden ganz nah rangehen, um dann möglichst hohen Hebel zu haben, um dann wegstoßen zu können. Das ist enorm, hat enorm viel Kraft auf der einen Seite, aber was er hier machen will, ist er möchte, deswegen langer Arm, möglichst viel Distanz aufbauen. Also er möchte eben nicht eskalieren. Und was du auch hier siehst, der eine Kollege, der als erstes von ihm als Angriffsobjekt, sage ich mal, gewählt wurde, der bleibt einfach entspannt stehen und plötzlich bauen die anderen Distanz auf. Weil meist ist in so einer Situation dann eine Eskalation des Streits, wenn der eine sich auf den anderen fokussiert, wenn aber der Fokus immer wieder gewechselt wird und Distanz aufgebaut wird, wird die Situation tatsächlich eher entschärft, als sie, dass es jetzt wirklich direkt zu einer handgreiflichen Eskalation kommen würde. Was? Entfernen Sie mal jetzt von der Maßnahme. Digga, weil du Ja, hier was will er? ein 10 Zentimeter Ja, irgendwie einen Kollege, Schuh hör an mal kurz hast her. oder Jetzt was? entspann dich mal. Ich denke mal kurz. Kollege, Nee, hör mal kurz. Moment, bei einem Hertha-Spiel bumst dich nicht weg. Ja, wir sind Ja. aber nicht beim Hertha-Spiel. Halt's Maul. Hallo, nicht so, Der okay. Mann bekommt einen Platzverweis, muss den Bahnhof. Und wenn man merkt, sie reden natürlich bestimmt, aber doch auch einigermaßen entspannt. Verlassen und kann nach Hause laufen. Nicht immer gewinnt der Stärkere. Zurück zum Ostkreuz, zur sogenannten mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit, kurz MKÜ. Seit 3 Stunden läuft der Einsatz. Ja, auch hier diese scannenden Blicke und sonst relativ entspannt laufen.
Am Gleis 7 fällt ein Pärchen auf, die Pupillen starr, beide laut. Du siehst hier, in einer Situation, wo er auch durchaus ja, aggressiv ist und auch wild gestikuliert, er spiegelt diese Gestikulation zwar nicht so groß, ja, aber trotzdem relativ klar, fixierter Blickkontakt und sehr große Nähe und aber Trennen von einer Hauptkonfliktachse, und zwar in dem Fall der Partnerin, die da mit dabei ist. Und ziemlich high. Bei dem Mann findet sich Gras. Schnapp, ich nehme mit. Fass mich nicht an. Nee, soll ich meinen Anwalt rufen oder was? Das könntest du gerne machen. Hä? Jetzt reicht's ja hier. Auch hier, ja. Soll ich meinen Anwalt rufen? Das können sie gerne machen. Er ist nicht so, ja, schon okay, können sie ruhig machen. Also unsicher, aber auch nicht eskalierend. Ja, machen sie doch, ne? So. Also das ist wirklich dieses Zwischenspiel von auf der einen Seite zu eskalieren, wenn es sinnvoll ist, und aber auch zu deeskalieren, wenn es da sinnvoll ist. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber ich hoffe, ich werde nicht in solche Situationen reinkommen, wo irgendwelche Leute, hi, mich anschreien und prügeln. Okay, gut, schön. Aber das ist einmal kommunikative Selbstverteidigung. Aber du wirst in Momente reinkommen, wo jemand dir einen blöden Spruch reindrückt, wo jemand eine kritische Zwischenfrage stellt, wo es einfach kriselig wird. Und da innerlich selbstsicher zu sein und trotzdem kommunikativ den Rahmen auch noch in der Kontrolle haben zu können, ist absolut eine wichtige Fähigkeit, gerade für die schwierigen Situationen. Ist natürlich auch eine körpersprachliche Situation. Aber hier auch wieder die Trennung, ja, von dieser Hauptkonfliktachse. Das ist doch meine Frontstadt, was, Mann! Die bricht gleich zusammen, die hat eine tödliche Krankheit! Alles gut, keiner fest. Nein! Komm runter. Hallo, ey, wir waren. Also, dieses. Komm runter. So. Wir waren bis gerade cool, komm runter jetzt. Wir waren bis gerade. Das ist auch spannend. Das ist eine Situation. Hier geht er ins Eskalierende zwar rein. Achtung. Oh, alles gut, keiner fest. Nein! Komm runter. Hier ist noch ganz entspannt. Und jetzt ändert sich aber was. Ey, wir waren bis gerade cool, komm runter jetzt. Wir waren bis gerade cool, komm runter. Ja, jetzt geht er ganz direkt hin, hält sogar Körperkontakt, berührt ihn sogar leicht so hier. Hey, wir waren jetzt gerade cool. Also wird auch laut, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, den Fokus zu dirigieren und dann... Fahr dich runter. Ja, fahr dich runter. So, also auf der nonverbalen Ebene ist er voll im Kontakt. Auf der verbalen Ebene sagt er, so, jetzt ist eine Kante, jetzt komm runter. Ich kann fassen. Dann geht's die Treppe runter. Ja, aber hier... Obwohl so erhobene Hand, was ja schnell zur Konfrontation gehen kann, bleiben die beiden ruhig. Nicht so einfach ist und dauern wird. Ey, Anzeige ist raus! Alles gut, ey. Schön auch noch die Werbung. So, nach der Werbung zurück. Jetzt kommen wir runter, jetzt bei jeglicher Anwendigkeit von euch, Polizei, kann meine Frau sterben! Nein! Ich hab Angst um meine Frau, Mann! Guck mal hier, ey, guck mal! Guck. Hier auch ganz spannend, ja, in Momenten, wo er dann auch emotional wird, was immer so Kipppunkte sein können, ja, also wenn jemand den Täter, Opfer, Retter geht, ganz stark, ja, dann trotzdem diese Empathie zu haben und sagen, ja, schau, da ist deine Frau, alles gut. Also auf der einen Seite die Stresssituation zu entkoppeln, aber trotzdem den Kontakt empathisch immer wieder herzustellen, ist schon sehr gut gemacht. In so Stresssituationen auch, ja, also es ist ja, kommt ja alles im Moment, das hat er ja nicht trainiert oder also schon hat er es trainiert. Also tatsächlich sind bei uns auch im Charisma-Mentoring immer wieder Polizistinnen und Polizisten, weil die sich einfach, genau wie Führungskräfte, genau wie geschäftsführende Menschen, viel bewusster über ihre kommunikative Wirkung sind und über die innere Ebene und deswegen halt auch Führungsebenen haben, als die meisten anderen. So, viele andere sind auch bei uns teilweise Mentoring, weil die es halt auch schon ne, so sehen. Aber je höher du in Führungsebenen bist, desto mehr brauchst du diese innere, aber auch diese äußere kommunikative Ebene. Danke! Nein! Das ist Spanisch und bedeutet Hurensohn. dieser Spiegel-Dokumentar-Synchronsprecher ist einfach der Hammer, ja? Die Person wird jetzt erstmal durchsucht, ob er noch weitere Betäubungsmittel ansonsten. Ja, also kurz gesagt, was du davon lernen kannst, ist wirklich eine innere Gelassenheit, eine innere Ruhe und eine äußere Selbstsicherheit, die bewusst quasi diesen Deeskalieren und Eskalieren-Regler bedienen kann. Und das solltest du auch können. Du solltest in Situationen unangenehme Wahrheiten auch ansprechen können, klar Standpunkt beziehen können
und aber auch entspannen können, wenn du merkst, es ist einfach nur eine destruktive Dynamik. Das sind einfach wirklich die Grundtools, die aber so wichtig sind, die du auch für dein Leben lernen kannst. Und wenn ich dich dabei unterstützen darf, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Charisma Mentoring verlinke ich dir in der Beschreibung. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe, hoffentlich entspanntere Situation als hier in der Reportage und viel kommunikativen Erfolg.